Hallo Slotbox-Freunde, jetzt bin ich aus der Halle 7 raus und finde noch einen exotischen Stand bzw. was ganz Interessantes. Chinesischer Anbieter AGM, Mestec, steht hier auf der Schachtel und interessant für uns sind jetzt erstmal die drei, weil es einfach eine Besonderheit ist. Es gibt auch noch Packungen in zwei anderen Maßstäben, so im Go-Bereich, aber die lassen wir jetzt mal weg. Wir schauen uns die Sachen hier an, weil interessant ist einmal der kleine Maßstab. Wir haben hier 1:87. Ab 8 Jahren und das Interessante ist, die Platte, auf der die Slotcar oder die Bahn aufgebaut wird, ist kompatibel mit allen gängigen Klemmbausteinen. Wir haben hier 3 Grundpackungen, ein ganz einfaches Oval, fast rechteckig, hier schon etwas aufwendiger die Bahn und hier eine größere Bahn mit großer Grundfläche und vom Thema her Polizeiverfolgungsjagd, die man hier sieht. Es gibt auch eine Verbindung zur App hier, Rundenzählung, und ich würde sagen, wir schauen uns die Bahn jetzt mal in der Praxis an, drehen ein paar Runden und schauen, wie sich die Bahn und die kleinen Autos so anfühlen. Wir sind am Start. Wir haben hier auf dem Handy die App für 2 Fahrer und wir drehen ein paar Runden und man sieht jetzt, dass die Pitstop-Anlage oder die Boxengasse ist auch integriert. Wir finden die aber jetzt nicht irgendwie über eine Weiche, das System ist analog, sondern wir müssen versuchen, hier in diesem Bereich stehen zu bleiben. Dann wird die App die Tanksimulation starten. So, wir drehen jetzt mal eine Runde und versuchen dann genau in der Boxengasse stehen zu bleiben, um zu tanken. Jetzt sehen wir hier in der App, dass ich nachtanke. Die App hat es angezeigt. Und jetzt kann ich weiterfahren mit vollem Tank. So, mit vollem Tank kann ich dann Runde für Runde fahren. Wir sehen, dass der Tank immer leerer wird. Und ich versuche jetzt einfach mal in der nächsten Runde wieder stehen zu bleiben und nochmal nachzutanken. Ich habe es nicht ganz getroffen. Ich helfe mir ein bisschen nach. Diese Einfahrt zur Boxengasse wird hier über eine Mechanik geschalten. Also es ist kein elektronischer Sensor hier verbaut, sondern in der Bahn sehen wir hier an dieser Stelle einen kleinen Hebel, der dann vom Leitkiel hier betätigt wird. Einfahrt und hier dann an dieser Stelle auf dieser Linie ist dann Ausfahrt. Und ich habe nochmal eine zweite Mechanik und kann dann wieder Gas geben. Handregler haben hier noch eine Turbo-Taste. Wenn ich die Turbo-Taste drücke, ich zeige es euch hier mal simuliert, ich halte hinten hoch, ich drücke Gas und die Lampen gehen dann an und werden heller, wenn ich die Turbo-Taste drücke. Bei Vollgas geht das Licht an, bei langsamer Fahrt erstmal nicht. Und Turbo-Taste ist dann wie eine Lichthupe, die man hier noch betätigen kann. Dann sieht man hier die typischen Noppenplatten, die kompatibel ist mit allen Klemmbausteinherstellern, sieht hier das Prinzip, kennt man auch von anderen Herstellern und integriert in diese Platten ist dann unsere Slotbahn. Wir haben 2 Leiter, einer links und rechts, sehr feiner Leiter und unten an den Autos sind 2 Minischleifer und wir sehen hinten 2 Magnete. Es gibt eine größere Auswahl an Fahrzeugen, hier sind mal die aktuellen zu sehen. Alles im Maßstab 1:87, sehr klein und wir haben gesehen, es funktioniert sehr zuverlässig. Es gibt dann im Zubehörhandel noch den mechanischen Rundenzähler, wird auch durch den Leitkiel betätigt und die Zählung erfolgt dann hier über diese Drehmechanik. So, hier sehen wir dann das Layout der großen Bahn, fertig aufgebaut. Man sieht auch ein paar Anbauten. Wir sehen hier eine Boxengasse, die mit Klemmbausteinen aufgebaut wurde. Das war mal was Neues, so eine Bahn zu testen. In so einem Mini-Maßstab ist man natürlich selten unterwegs. Vielleicht für den einen oder anderen interessant. Ich laufe jetzt mal weiter auf die Messe, mal schauen, was ich sonst noch entdecke. Also Kanal abonnieren. Bis bald, euer Roland von slotbox.de. Tschüss.